Willkommen zu unserem philosophischen Boxenstopp, der Kick für den Kopf. Wir befinden uns, wie sollte es anders sein, wieder in unserem improvisierten Bildungsfernsehstudio im Zentraus in Wielen. Und es geht heute um die Frage, was ist eigentlich Moral? Also es geht um die Grundfragen der Ethik. Wenn Sie unsere letzten Sendungen gesehen haben, merken Sie, dass der Philosoph eigentlich alle Fragen mit dem skeptischen, na, es bleibt schwierig, beantwortet. Und so wird es auch heute sein, befürchte ich. Ja, einige Gedankensplitter zum Thema, was ist Moral, was ist Ethik? Versuchen wir eine kleine Situationsanalyse und schauen uns mal an, wie der Menschen in einer relativ homogenen Gesellschaft, nämlich etwa der Agrargesellschaft des Mittelalters, gelebt hat. Diese Gesellschaft bot ihm maximale Stabilität. Er wusste, wer er ist und wo er hingehört. Die Religion, die Familie, die Heimat bot ihm Verwurzelung. Er hatte also eine maximale Sicherheit bei allerdings minimaler Freiheit, dieser Mensch in der homogenen Agrargesellschaft des Mittelalters. In unserer Gesellschaft hat sich dies natürlich geändert. Wir erleben den Kollaps oder erlebten den Kollaps der klassischen Koordinatensysteme. Religion, Familie, Heimat sind nicht mehr die absolut zuverlässigen Stabilisatoren unserer Existenz. Damit wird natürlich unser Ich sehr labil. Wir haben zwar unendlich viele Möglichkeiten, unser Ich durch Selbstoptimierung zum Beispiel aufzublasen, wie einen großen Luftballon oder wie eine große Seifenblase, aber dieses Ich ist eine sehr, sehr fragile Konstruktion geworden. Minimale Sicherheit korrespondiert in unserer Gesellschaft allerdings mit maximaler Freiheit. Erich Fromm, ein Leib- und Magenphilosoph und Psychologe, sieht den Menschen als ein Wesen an, das entfremdet ist von der Arbeit, von der Natur, von anderen Menschen, aber auch von sich selbst. Also das existenzielle Dilemma des Menschen bleibt dieses Hin- und Hergerissensein zwischen den Anforderungen der Natur, diesem Du-Musst-Prinzip und der Kultur, und in keinem Bereich ist der Mensch wirklich beheimatet, fühlt er sich wirklich absolut sicher, hat er Steuerungsmechanismen, die eigentlich immer wie beim Tier, die Instinkte, blind funktionieren, auf die er sich immer verlassen kann. Ihm fehlt das GPS. Er hat heute einen Markt der moralischen Möglichkeiten. Wir leben in einer multioptionalen Gesellschaft, in einer Diskursgesellschaft. Ein anderer Wissenschaftler hat das genannt, wir leben in einer Informationsgesellschaft. Wir haben so viele Informationen schnell zugänglich, wie wir das selten erlebt haben oder noch nie erlebt haben in der Geschichte. Und Bas Kast hat dazu ein tolles Buch geschrieben, Ich weiß nicht, was ich wollen soll. Das ist die Verunsicherung des postmodernen Menschen angesichts dieses Marktes der moralischen Möglichkeiten. Es ist nicht mehr so, dass es wie im Mittelalter eine Instanz gab, nämlich Kirche und Religion, die das Koordinatensystem vorgegeben hat, an dem ich mich immer orientieren konnte. Wir erleben also unsere Realität, auch unser eigenes Selbst, als relativ dissonant. Die Psychologen nennen das, wir erleben dauernd kognitive Dissonanzen. Wir sind eigentlich dauerhaft verwirrt. Ein Zustand, den der Philosoph, wie wir ganz am Anfang gehört haben, ja als gar nicht so uncharmant empfindet. Wir haben aber den Wunsch, dass die Realität so aussehen möge. Wir haben ein tiefes Bedürfnis, auch im Bereich Moral und Ethik, nach Komplexitätsreduktion. Nur um einige Begriffe philosophisch auch mal zu klären. Der Philosoph versteht unter Werten eher abstrakte Leitideen. Also Werte
direkt als Handlungsanweisungen zu verstehen, ist eine schwierige Angelegenheit. Konkrete Handlungsanweisungen geben uns Normen, die eine Gesellschaft definiert. Und wir haben gesehen, die Basis einer solchen Konstruktion ist eigentlich die Beantwortung der Frage, was ist der Mensch, nämlich die Anthropologie. Je nachdem, welches Menschenbild ich habe, habe ich eine andere Ethik. Wir unterscheiden in der Philosophie nun relative von absoluten Normen, und in der Philosophiegeschichte gibt es insbesondere zwei große moralisch-ethische Denksysteme, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Zum einen ein System, das man als Gesinnungsethik bezeichnet. Immanuel Kant, der wahrscheinlich bekannteste Gesinnungsethiker, sagt als Beispiel die Frage mal aufgegriffen, du sollst nicht lügen. Ein Gesinnungsethiker sagt, ja, grundsätzlich, wir sind uns einig, diese Norm, die gilt immer und in jeder Situation. Das heißt, es gibt keine Situation, in der Lügen toleriert werden kann. Die Verantwortungsethiker sagen jetzt nun, ja, aber das stimmt schon, wir sollten eigentlich nicht und grundsätzlich eigentlich nicht lügen, aber es gibt Situationen, in denen wir zum Beispiel durch Lügen Menschenleben retten können. Ja, welche gibt es denn nun eine Instanz, die uns sagt, was richtig und falsch ist? Traditionell haben Philosophie und Theologie gesagt, ja, das ist das Gewissen, diese Stimme im Kopf, aber ist diese Stimme im Kopf auch tatsächlich die Stimme der Moral? Ist es tatsächlich, wie die Religionen sagen, die Stimme Gottes? Gibt es so etwas wie einen Kern der sittlichen Persönlichkeit? Freud und die Psychoanalyse sagen, nein, das sind einfach nur gesellschaftliche Normen. Und diese gesellschaftlichen Normen triggern uns und sagen uns, jetzt musst du aber ein schlechtes Gewissen haben, jetzt musst du dich aber schlecht fühlen oder jetzt darfst du dich gut fühlen. Und Erich Fromm sagt, nein, es gibt nicht ein Gewissen, es gibt ein humanistisches Gewissen und ein autoritäres Gewissen. Und je nachdem, welchem wir folgen, ist unser Verhalten an humanistischen Prinzipien orientiert oder wir vollstrecken einfach blind, was irgendein anderer von uns verlangt. Also Sie merken auch dieses Gewissen, eine schwierige Angelegenheit, ein schimmernder Begriff. In der Philosophiegeschichte haben sich nun zwei Argumentationsmodelle herauskristallisiert, die immer wieder mal auftauchen. Und das eine wäre der sogenannte Eudämonismus, der sagt, die Glückseligkeit ist der höchste Wert und das letzte Ziel des menschlichen Handelns. Und zu diesen eudämonistischen Richtungen gehört zum Beispiel der viel zitierte Hedonismus, der maximale Lust anstrebt beim gleichzeitig minimalem Frust. Heute verwenden wir den Begriff Hedonismus eher abwertend. Da sagen wir ja, jemand ist ein Hedonist und lebt einfach nach Lust und Laune in den Tag hinein. Die alten Griechen, die diesen Begriff kreiert haben, die glaubten natürlich, dass die höchste Lust in der Erkenntnis, im Philosophieren besteht. Und im letzten Jahrhundert sehr häufig aufgegriffen wurde der sogenannte Utilitarismus. Im Utilitarismus ist einfach das Ziel das größte Glück für die größte Zahl. Das ist diese Nützlichkeitsethik, könnte man das nennen. Ja, das große Dilemma bleibt natürlich angesichts all dieser Modelle, wie frei sind wir eigentlich? Wir haben ein eigenes Video dazu auch schon produziert, deshalb brauche ich jetzt nicht alles hier zu wiederholen. Es gibt natürlich einige Argumente dafür, dass der Mensch frei ist, aber auch einige Argumente dafür und Indikatoren dafür, dass wir nicht frei sind. Also wie frei sind wir eigentlich auch angesichts moralischer Fragestellungen
uns zu entscheiden? Oder ist es so, dass die Gesellschaft oder unsere Neurosen oder unsere Furcht vor der Freiheit uns fremdbestimmen? Ein Entwicklungspsychologe, Kohlberg, hat gesagt, ja, die Entwicklung eines Kindes sollte eigentlich so idealerweise so verlaufen, dass das Kind zunächst einmal bestimmte Dinge tut, weil es Angst vor Bestrafung hat, weil es einfach gehorsam ist gegenüber Autoritäten. Aber im Laufe der Entwicklung sollte es sich emanzipieren und sollte in einen Zustand der Autonomie gelangen und dann auch eigene Entscheidungen treffen nach dem Prinzip Verantwortung. Dieses Prinzip Verantwortung ist natürlich auch wiederum eine ganz schwierige, hochkomplexe Angelegenheit, denn auch dieses Prinzip Verantwortung setzt ja voraus, es will irgendeine Art von GPS, von Orientierungssystem haben. Und diese Ethik der Verantwortung ist besonders angesichts globaler Krisen, wie wir sie jetzt etwa aktuell erleben, sehr, sehr schwierig. Unsere paradoxe Situation besteht darin, dass wir einerseits ein sehr starkes Bedürfnis nach einer universalen Ethik haben, aber andererseits ganz große Schwierigkeiten bei der Begründung. Wenn wir uns den ganz kleinen Mikrobereich Familie angucken oder Nachbarschaft, selbst da ist es schwierig, einen ethischen Konsens zu finden. Gucken wir uns den Mesobereich an, also die Nation zum Beispiel, dann ist es schon sehr schwer, einen ethischen Konsens zu finden. Und gucken wir uns jetzt den Makrobereich an, die gesamte Menschheit, dann scheint es fast unmöglich, einen ethischen Konsens zu finden. Und im Moment erleben wir allenthalben wieder die Auferstehung und die Renaissance nationaler Egoismen angesichts der globalen Krise. Also, wie ist jetzt moralisch, ethisch die Frage, die jetzt im Moment sehr aktuell ist, wer soll eigentlich beatmet werden, wenn es immer mehr Fälle gibt von Menschen, die auf der Intensivstation angewiesen sind auf diese Beatmungsgeräte? Und da würde natürlich der Gesinnungsethiker sagen, ich muss jedem Menschen helfen, denn dieses Prinzip gilt absolut. Der Utilitarist würde eher sagen, ja, ich muss abwägen, ich muss überlegen, wer zuerst, welchen Preis zahle ich wenn, welche Folgen hat es wenn. Ja. Aber eigentlich sind diese beiden Prinzipien Utilitarismus und Gesinnungsethik nicht zwei verschiedene Alternativen, es ist eigentlich ein klassisches moralisches Dilemma, ein ethisches Dilemma, das nicht auflösbar ist und das wir aushalten müssen, auch wenn es sehr, sehr unangenehmes und dramatische Folgen hat. Wenn wir nun also fragen, was hält unsere Gesellschaft zusammen, dann können wir unsere Übersichtsfolie erweitern um den Bereich Werte. Und auch hier wird sofort wieder klar, die Philosophie bietet keine rettenden Rezepte. Diese schnelle Beantwortung der Frage, was hält unsere Gesellschaft zusammen mit dem Begriff Werte und diese Reduktion auf den Begriff Werte, hilft uns noch nicht weiter, denn die müssten zunächst einmal mit Inhalten gefüllt werden und das ist gar nicht so einfach. Also Sie merken, auch hier, es bleibt schwierig und eigenes Nachdenken ist gefordert. In diesem Sinne, bleiben Sie skeptisch.